Moin, moin, YouTube, hier ist euer Kampfschmuser mit einem weiteren Video von mir für euch. Oder heute können wir sagen, das Wort zum Sonntag. Denn ja, ich habe eigentlich kein festes Thema, sondern ein paar Sachen über meinem Kanal, die ich ansprechen möchte. Da geht es dann zum Beispiel um Schlag den Schmuser, weitere Spiele, die ich hinzugefügt habe oder hinzufügen werde. Über Livestream, über FIFA 13 und so weiter. Hört einfach kurz zu, aber erstmal ganz kurz zum Gameplay, denn das Gameplay ist nicht von mir, nein, es ist ein Gast-Gameplay. Ja, ich habe mal meine Liste durchgeschaut, was ihr so schön eingereicht habt und ja, da ist mir dieses Gameplay ins Auge gestochen und das ist ein Gameplay vom Techno aka Pascal. Er spielt hier auf Fallen eine Runde Herrschaft und er spielt hier mit der ACR Schallgedämpft plus erweiterten Magazin. Als Secondary hat er die MP9 dabei, auch Schallgedämpft. Seine Perks sind Plünderer, Attentäter und ich glaube Meisterschütze. Habe ich jetzt noch nicht gar nicht so drauf geachtet, aber ich glaube schon. Und als Abschlussserie hat er die Predator, die Reaper und die AC-130 dabei. Außerdem hat er noch das Tragbare da eingepackt und die Granate. Und ja, nice Gameplay, schön gemacht. Bisschen Killstreak-Gebäsche dabei. Und ja, falls euch das Gameplay gefällt, schreibt doch mal einen netten Kommentar in die Kommentare. Da freut er sich bestimmt drüber. Und ja, nun allerdings zum ersten Thema. Ich würde sagen, ich fange dann mal an mit Schlag den Schmuser. Denn darauf warten ja die meisten. Ich kriege da mittlerweile so, ja, knapp 5 bis 10 PNs jeden Tag. Nur über dieses eine einzige Schlag den Schmuser-Thema. Und zwar, ja, wann kommt denn jetzt endlich COD bei Schlag den Schmuser? Oder Battlefield? Auch gern gefragt. Also ich fange erstmal an mit Battlefield. Ich habe keine Ahnung, muss ich ganz klar sagen. Noch bin ich einfach in dem Spiel nicht so drin. Also ich habe auch gar nicht so viel gespielt. Gleich im Livestream, ja, ich will gleich einen Livestream geben, dazu gleich mehr. Werde ich mal eine Runde Battlefield wieder zocken und gucken, ob ich da ein bisschen besser reinkomme. Mal schauen. Aber zu COD kann ich sagen, ja, ihr könnt euch jetzt für Schlag den Schmuser für Call of Duty anmelden. Für Modern Warfare 3. Ich werde es erstmal auf Modern Warfare 3 beschränken. Wie der Spielmodus genau aussehen wird, wie die Regeln genau aussehen werden, das weiß ich noch nicht. Aber es wird vermutlich rauslaufen, dass es ja, frei für alle Runden im privaten Match werden. Dann wahrscheinlich so Sachen wie Pistol Only, Sniper Only, weiß ich nicht, Messer Only, Wurfmesser Only, keine Ahnung, irgendwie solche Sachen, lustige Spielerei. Die Regeln genau werde ich noch ins Formular einfügen. Das Formular selber werde ich jetzt gleich noch erstellen. Das heißt, wenn das Video hochgeladen ist, sollte es eigentlich schon online sein, das Formular. Wenn nicht, wartet einfach noch eine Stunde, dann wird es dann da sein. Ja, das Formular findet ihr ganz normal beim Schlag den Schmuser Ankündigungsvideo. Das Video werde ich jetzt allerdings auch nochmal hier oben rechts kurz verlinken. Und ja, da findet ihr den Link zu dem Formular und dann einfach ausfüllen. Und ja, mit ein bisschen Glück seid ihr beim nächsten Mal Schlag den Schmuser dabei, wenn es dann das erste Mal heißt, ja, wir gehen bei Call of Duty auf die Killjagd. Dann habe ich noch, was habe ich auf meinem Zettel stehen? FIFA 13. Ja, also ich habe FIFA 13 vorbestellt. Das wird nächste Woche dann irgendwann kommen, ne? Ich glaube, am 27. kommt es raus. Also denke ich mal, am 27. werde ich das spätestens haben, wenn ich am 26. Und ich freue mich schon richtig drauf. Denn ja, die Demo hat mir echt Bock gemacht zu zocken. Und ja, seitdem habe ich auch wieder ein bisschen FIFA 12 gezockt. Das erste Mal wieder seit Release quasi. Und es macht doch Spaß. Hätte vielleicht doch mal vorher wieder ausprobieren sollen. Also da wird auf jeden Fall auf meinem Kanal noch einiges folgen. Ich bin noch überlegen, ob ich da ja, so ein kleines Let's Play zu machen. Ich weiß nicht, Ultimate Let's Play, das sind mir zu viele Folgen und sowas da. Da muss ich mal gucken, was ich da mache. Wenn ihr da eine Idee habt, was ich da machen kann. Also ich möchte vor allen Dingen, ja, einfach FIFA 13 mich entzocken. Vielleicht ein, zwei Sachen zum Spiel eingehen. Allerdings das auch verbinden mit, ja, Commentaries. Und zwar möchte ich da, ja, ein bisschen über meine, ja, Erfahrung als Fußballfan sprechen, denn ich bin ja Supporter seit ein paar Jahren. Also ein paar Jahren ist gut, also eigentlich seitdem ich so, wenn ich so 12 bin oder was, bin ich regelmäßig zu Heim- und Auswärtsspielen unterwegs von meinem, ja, Lieblingsmannschaftenportal und Borussia Mönchengladbach. Und von daher habe ich da einige Erfahrungen und einige coole Stories zu erzählen und habe ich gedacht, da kannst du da gut verbinden mit FIFA 13, immerhin Fußballspiel. Schauen wir mal, wie ich das dann umsetzen werde, schaue ich dann noch genau nach. Ja, dann F1 2012. Ich muss sagen, ja, seit 3 Tagen bin ich das Spiel ziemlich am Süchteln. Also macht echt super viel Spaß zu zocken. Und der Online-Modus scheint auch echt gut umgesetzt zu sein. Da bin ich echt, ja, überrascht, dass das alles so gut klappt bis jetzt. Die Review dazu wird nächste Woche nochmal kommen. Also genau, Review. Das Schnellvideo ist ja, ja, mein letztes Video gewesen. Einfach mal in meinen Kanal gucken. FIFA. Formel 1 2012. Ja, und da bin ich überlegen, ob ich da ein Let's Play Together machen soll. Also mit jemandem zusammen. Denn, ja, es gibt ja diese Möglichkeit, der Meisterschaft im Koop-Modus zu fahren, online. Und, ja, wenn ihr da vielleicht Interesse dran habt oder Bock drauf habt, mein Partner da zu sein, dann, ja, schreibt es nochmal in die Kommentare.
Würde mich interessieren. Ja, wenn da jemand Bock drauf hat oder was, dann mache ich, dann bin ich überlegen, ob ich da wirklich ein Let's Play Together rausmache. Ja, falls ihr da noch ein tolles Konzept zu habt oder so, einfach mal in die Kommentare oder mir eine PN schreiben oder bei Skype. Und dann schauen wir mal. Also ich bin auf jeden Fall auf der Suche nach einem Partner oder was. Und ja, mal schauen, was ich da machen werde mit F1 2012. Also ich habe auf jeden Fall noch Bock, da ein, zwei Videos zu machen. Oder vielleicht halt sogar ein ganzes Let's Play. Mal schauen. Ja, dann Livestream ganz kurz als Ankündigung. Ja, wenn ihr das Video früh genug seht, nämlich am Sonntag, den 23.09.2012. Also ich nehme es gerade auf, wir haben gerade 3:30. Ich denke mal, das wird so gegen 3:30 für das Online sein. Ab 17.30 Uhr werde ich heute Livestream. Ich werde Modern Warfare 3 und Battlefield 3 zocken. Wenn ihr da Bock habt, dann schaut im Livestream vorbei und dann können wir vielleicht gemeinsam zocken. Würde mich freuen, vielleicht kriegen wir mal mehr Leute zusammen. Vielleicht schaffen wir ja mal irgendwie mal 50 Leute. Ich glaube, dafür muss ich die Ankündigung vorher machen. Aber keine Ahnung, finde ich ganz cool. Der Livestream wird auch nicht so lange gehen. Ich denke mal so bis 19.30 Uhr, 19.45 Uhr, weil danach ist ja es ist Sonntag und heute stehen wieder große Pokerturniere, Online-Pokerturniere auf dem Programm. Und ja, falls ihr das Bock habt zu sehen, also dann schreibt mal im Livestream-Chat vorbei, dann lasse ich den Livestream vielleicht auch laufen und könnt ihr mich in meinem Pokern zugucken. Und ich kann da vielleicht ein, zwei Sachen noch zu erzählen. Ansonsten werde ich dann halt den Livestream ab 19.30 Uhr ungefähr beenden oder 19.45 Uhr. Schauen wir mal. Das Gameplay ist zu Ende. Er spielt hier, ich glaube, 40-0. Auf jeden Fall nice Gameplay, nice Score. Bisschen Kiss-Wick-Gewäsche dabei. Und ja, alles das, was Modern Warfare 3 uns quasi bietet. Und ja, schreibt mir nochmal einen kleinen Kommentar, wenn euch das Gameplay gefallen hat. Freut er sich bestimmt drüber. Und es ist ja 40-0 ausgegangen. Das soll es gewesen sein mit meinen Worten Sonntag. Viel Spaß, euer Kammschmuser.